Was ist denn das? Ey, das ist ja cool hier unten. Mit dem Grabstein hier. Das feiere ich gerade total. Wer ist hier gestorben? Dein Vater! Was? Hier sind überall diese Schleimbälle. Hallo, Schleimball! Ganz schön duster hier, aber irgendwie ist das hier nicht die Weisheit letzter Schluss. Oh nein! Ich werde das mal mit dem Hatana angreifen. Da ist noch eins. Ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich aus diesen Seelen machen kann. Aber für irgendwas wird das schon gut sein, denke ich. Weil ich habe jetzt schon wieder so eine garstige Seele aufgesammelt. Ah, Enderporter. Ein Enderporter. Den muss ich vielleicht auch mal bauen. Was ist denn Ja, wie kriege ich denn einen Amethyst? Das müssen wir noch irgendwo finden. Das gibt es bestimmt irgendwo im Erdreich, aber das haben wir noch nicht gefunden. Das müsste mal so unsere nächste Challenge sein von dem Ganzen. Da ist noch eine Seele. Wir müssten eigentlich 4 Stück schon zusammen haben, ne? Hier, der Soul Sand weg. Den braucht doch kein Mensch. Zumindest ich nicht. Oh. Man kann die auch einfach totboxen. Weil sie so stabil sind. Du auch. Komm her. Das Geräusch ist schlimmer als alle anderen Geräusche. Ich meine, gegen jedes Wesen haben wir ja irgendwie eine Chance. Aber gegen Gas nochmal zu kämpfen? Oh, oh. Da sehe ich im Moment ein bisschen schwarz. Wo sind wir hier? Und ist schon wieder so ein... Kommt der hier eigentlich hoch? Oder muss der auch springen? Ich glaube, der muss auch springen. Jetzt stehen die sich gerade im Weg. Los, stopp! Was hat denn das jetzt verloren? Ach, wieder so eine blöde Seele. Vor allen Dingen, dass eine Seele Blut verliert, ist ja noch genialer. Ich hoffe, hier sind nicht mehr allzu viele. Ich muss auch mal was essen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Musik, die passt gerade so optimal. Oh, große Spinne! Oh! Na los, geh drauf. Aus Natura. So, jetzt kommen wir mal. So, und noch eine. Muss hier irgendwo sein. Hä? Ach, da ist sie ja. Komm. Aua. Immerhin hat sie mich diesmal nicht angezündet. Ich glaube, das waren doch die, die einen anzünden konnten, ne? Hier gibt es jetzt nicht so wirklich was, aber jetzt möchte ich gerne mal diesen Raystone ausprobieren. Ob das auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das denke. Das heißt, wir werden hier mal kurz grubben. Ich mache mir hier mal eine Kerze hin, wollte ich schon sagen. Und dann machen wir da mal einen hin. So, das Ritual ist gebonkt. Man sieht es hier auch schon ganz gut. Ach, jetzt habe ich eine verloren. Eine Kreide, hier. Und jetzt gehen wir da mit dem Wegestein drauf und mal sehen, was passiert. Was? Not no right? Wie jetzt? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht?
7 mal 7? Ach, ich habe was falsch gemacht. Natürlich habe ich was falsch gemacht. Ich kann doch nie mal was richtig machen. Dazwischen muss ein bisschen mehr Luft sein. Das heißt, hier sind zwei Dinger Luft. Jetzt habe ich ja natürlich was hier geschafft, weißt du? Diese Farbe kann man auch so gut abkratzen, nämlich gar nicht. Beziehungsweise, ich glaube, ich weiß, wie es schneller geht. Tatsächlich, so geht's schneller. Spitzhacke, so. Oh, dass das hier immer 1000 verschiedene Variationen von Böden sind, das ist manchmal echt ein bisschen störend. Aber naja, was soll's. Den Seelensand, den vergrabe ich hier auch wieder, so. Und dann... Wobei, mir ist der Nether... Boden irgendwie wichtiger als der Rest. So. Das heißt, ich muss da zwei Dinger Luft lassen. Das heißt, ich mache jetzt quasi meine... Boah, die Kreide ist natürlich auch schon wieder fast aufgebraucht dadurch. Wenn man sich einmal vertut, ist das echt nicht schön. So. Das müssen wir jetzt ein bisschen wegäxten. Boah! Alter! Alter, erschreck mich doch nicht so! Die Musik... Das hat gerade so geil zur Musik gepasst. Weißt du, die Musik wird leise und dann schreit es im Hintergrund. Ich hab mich voll erschrocken. Oh, ey! Mach doch nicht sowas mit mir! Ich bin nun mal schreckhaft. So, und jetzt hoffe ich mal, dass es funktioniert. Wieso geht das nicht? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Wegstein nämlich überhaupt nicht funktioniert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist doch... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das passt doch. Da sind's zwei nach da. Hier sind's zwei in die Richtung. Hier sind's zwei in die Richtung. Ich verstehe das nicht. Das Ding muss doch funktionieren. Das kann mir doch keiner sagen, dass das nicht geht. Oder ist es hier. Oder geht das einfach im Nether nicht? Das wäre natürlich irgendwie blöd, wenn das nicht gehen würde. Ich habe doch aber alles richtig gemacht. Bauen. Ach so, oder muss ich vielleicht... Oh! Okay. Das erklärt natürlich so einiges. Der Stein ist jetzt aber weg, ne? Ey, das ist ja cool. Das funktioniert. Das funktioniert tatsächlich. Ist so ein bisschen... Blöd, dass dieser Wegestein so ein paar Sachen braucht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der erleichtert einen das Leben. Jetzt haben wir natürlich unten im Nether so eine Rune hinterlassen. Ich finde das gut. Ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass das doch so funktioniert. Cool. Mensch, das erste Mal teleportet und wieder zu Hause. So muss das sein. Erstmal hier diesen klarerer Dutch wegpacken. Ich habe jetzt drei Blaze Roads mitgebracht. Wir haben jetzt insgesamt vier. Ich weiß nicht, ob die jemals reichen. Es könnte sein, dass sie reichen. Es kann aber auch gut sein, dass sie nicht reichen. Warzen 33. Die sprengen noch nicht den Rahmen. Jetzt habe ich natürlich die Nadel nicht hier, ne? Naja, ist ja auch nicht so wild. Meine Säulennadeln
ging ja jetzt wirklich einfach herzustellen. Halt! So, jetzt habe ich das. Was fehlt jetzt noch? Irgendwas habe ich vergessen. Ach ja, Glowstone, das. Was? King of Slime? Wir werden uns das gleich mal angucken. Wir haben auf jeden Fall irgendwo einen King of Slime in der Nähe. Ich hätte die hier vielleicht nicht so kompakt packen sollen. Ja, man kriegt nämlich nur noch 2 Glowstone daraus. Ist ja wundertastisch. Wo ist hier King of Slime? Hä? Egal. Der scheint nur in meinem Haus zu wohnen. So. So. Und so. Wir haben wieder einen Wegstein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den müssen wir echt ein paar Mal... Also den, der... Ja. Der ist gut. Man kann sich nicht mehr verirren, weil wir immer nach Hause kommen werden. Solange wir hier die Kreiden haben. Kommt man immer wieder nach Hause. Also wir könnten theoretisch... Warte mal, ich will mal eben gerade... Wir könnten theoretisch also eine Reise machen, wo wir überhaupt nicht wissen, ob wir wieder nach Hause kommen. Und wenn wir einfach keinen Bock mehr haben, beamen wir uns nach Hause. Ey, das ist super. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man das echt machen kann. Naja, wir haben ja heute doch etliches gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange... Naja, so lange? Wie lange spiele ich denn jetzt? Oh, 2 Stunden am Stück. Ja, wir haben ein bisschen was geschafft auf jeden Fall. Allerdings, ich habe so ein bisschen was vor, was wir noch alles machen müssen. Ich weiß noch nicht so richtig. Ich muss die Sachen echt mal ausprobieren vorher. Das mache ich aber... Nicht. Das mache ich vielleicht im Stream. Dass ich das auf meiner Testwelt mache. Dass man einfach mal guckt, was passiert. Also wenn jemand Lust und Laune hat, mir beim Livestream zuzugucken, das wird wahrscheinlich jetzt häufiger passieren, als dass Videos kommen. Muss ich mal so sagen. Also ich werde mir das irgendwie so vornehmen, dass ich Videos immer mache, wenn ich gerade Zeit habe. Und ich muss auch so ein paar Sachen dann noch fertigstellen, die wir halt noch nicht abgeschlossen haben. Minecraft wird immer mal wieder kommen, tatsächlich. Aber es wird auch ein bisschen was auf Twitch passieren nebenbei, bei Minecraft. Es kann auch ein anderes Minecraft-Spiel sein, was ich da spielen werde. Wenn jemand Lust hat, kann er gerne mal auf meinem Twitch-Channel vorbeigucken. Der heißt auch Superterrador. Also einfach www.twitch.com/Superterrador und schon bist du da an der Stelle. Oder du gehst einfach vorne auf meinen Kanal... auf meinem Hauptchannel quasi und kannst dich dann auf diesen Link bewegen und kommst dahin. Genauso wie auf Twitter und Facebook. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Okay, wir haben ja ein bisschen was geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange spielen werden und vor allem, dass wir das schaffen, was ich schaffen wollte. Wir haben einen Wakestein gemacht. Wir haben uns jetzt, wir waren unten im Nether, wir haben ein bisschen von dieser Blaze Zeugs gedöhnt, haben wir ein bisschen was geholt. Was ist denn eine Blaze Rail? Ist die dann schneller? Oder ist die einfach nur heiß? Oder ein Hopper. Einen Blaze Hopper. Lava Crystal. Okay. LXP Katalysator. Katalyser. Ich sag schon Katalysator. Hier gibt's sogar auch einen Printing Press. Also irgendwie eine Buchpresse. Und wofür man die Water Diving braucht oder die Lava... Ach. Verstehe. Ich kann mir quasi so ein Teil machen und könnte nach Lava und solchen Sachen suchen. Ey, das ist ja irgendwie krass. Natürlich kann ich daraus natürlich auch Blaze Powder machen, das ist keine Frage. Sollte er... Was? Dämonikkontrakt?
Ich weiß nicht, was diese Schriftrolle bringt. Ich weiß nur, dass ich hier verschiedene Rollen machen kann. Das wird hier wahrscheinlich sowas sein wie Feuerball. Das ist hier vielleicht Heilung. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Magma Cream. Ach so, macht man Magma Cream. Wir müssen uns mal so ein bisschen bei Witchery durcharbeiten. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Modpack. Es hat sich natürlich in den Jahren etwas gewandelt. Also wenn man sich jetzt die Version 1.7.10 anguckt, ist das natürlich wieder alles ganz anders. Da sind viele Sachen dazugekommen. Und ich werde jetzt natürlich noch nicht gleich neues Let's Play anfangen mit einem anderen Spiel. Wir werden auf jeden Fall hier noch weitermachen. Ich werde das auch irgendwie noch zu Ende bringen. Ich weiß noch nicht, was ich alles machen werde. Ich werde auf jeden Fall was mit Witchery machen. Und wenn ich dann das Spezielle mit Witchery abgeschlossen habe, dann gibt es einen Weltuntergang oder ähnliches. Ich jag's in die Luft oder was auch immer. Mal gucken, was man macht. Vielleicht bin ich mit Witchery dann durch und dann sage ich einfach, das war's, das Minecraft-Let's Play. Jetzt haben wir die Welt ins Unglück gestürzt oder so. Keine Ahnung. Wir könnten natürlich auch mal hier, es gibt ja noch was mit, hier, dies mit diesen ganzen Genen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe mir das nur mal kurz irgendwo in einem Tutorial angeguckt und ich war schon total überfordert mit diesen ganzen Anforderungen, die man hier machen muss. Man kann hier einen DNA-Analyser bauen, man kann einen Autosplitter bauen, man kann einen DNA-Breeder bauen. Ich bin eigentlich so ein bisschen dafür, dass ich das in einem Livestream mache. Vielleicht habe ich das zu dem Zeitpunkt auch schon gemacht, wenn du diese Folge siehst. Ich habe keinen blassen Schimmer. Naja, jedenfalls bedanke ich mich für euer Interesse, vor allem immer noch, dass ihr mit dabei seid, dass ihr so viel Geduld vor allem mit mir habt, dass das nicht gleich immer so holterdiepolter einfach so weiterläuft, sondern dass es immer ein bisschen mit Pause ist. Aber das ist nun mal, wenn es ein Hobby ist, dann kann man das nicht immer so machen, wie man sich das vorstellt. Und es gibt ja auch noch ein Leben nach der Arbeit. Das heißt also Privatleben. Und das hat natürlich nicht nur was mit dem Hobby zu tun. Also mit eins der Hobbys. Ich habe ja ein paar mehr, als nur hier Let's Plays zu machen. Aber ich muss sagen, Let's Plays machen ist ein sehr, sehr schönes Hobby. Und ich möchte es auch gerne weiterführen. So, jetzt habe ich genug gequatscht hier am Ende. Jetzt haben wir die 2 Stunden gefüllt, oder? Ja, 1 Minute noch. Ja, was soll ich sagen in dieser Minute? Tja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hier in der nächsten Aufnahmesession wieder, wann auch immer die sein wird. Wahrscheinlich erst im Januar, wenn es dann wirklich soweit ist. Auf jeden Fall, vielen Dank nochmal, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass du das hier aushältst. Und danke für alles. Das reicht. Mach's gut, bis bald und tschüss.